bin Huck. Huckleberry Finn. Mark Twain. Ich schreibe Geschichten. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die werden Sie nicht glauben. Erzähl. Hucky, der Dampfer ist da! Dieser Schatz von Indiana Joe hat mir kein Glück gebracht. Mein Sohn Huck, er ist reich. 6.000. Wie viel macht das für jeden? 6.000 durch 4, das sind 64.000. Oh. Oh. Sheriff, Huck und Jim sind verschwunden. Tun Sie was! 11, Ma'am. Das sind böse Männer, Huck. Der fieseste von ihnen ist mein Alter. Er will den Schatz. Er ist hinter mir her. Ich bin Sarah Williams, Ma'am. Wo hast du so Lügen gelernt? In der Schule natürlich. Ich gehe nach Ohio. Und wie willst du da hinkommen? Den Mississippi runter und dann den Ohio rauf in die freien Staaten. Ich werde frei sein. Guten Abend. Arschbombe! Der Dampfer! Los, Beilung! Ich bin Ludwig der 17. Ich bin Huck der 1. Und mein Vater dem allerletzten und meiner Mutter der Unbekannten. Ich hab's gewusst. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Laser Hotline im Rahmen einer Kinotour durch Deutschland. Darf ich heute drei prominente Gäste hier in Stuttgart begrüßen. Das sind einmal die beiden Hauptdarsteller des Films Die Abenteuer des Huck Finn, Leon Seidel. Hallo. Jackie Ido. Hallo. Und die Regisseurin des Films Hermine Buntgeburt. Guten Abend. Mark Twain, es gibt ja, ich glaube, unzählige Verfilmungen der Tom Sawyer und Huckleberry Finn-Geschichten in der Filmgeschichte mittlerweile. Was hat Sie denn gereizt, diesen Stoff nochmal neu zu verfilmen? Also für mich ist das schon ein Teil meiner Kindheit. Ich habe Tom Sawyer gelesen und dann kam ja immer an jedem Adventssonntag dieser Vierteiler von Tom Sawyer, Huckleberry Finn im Fernsehen. Das war ein besonderes Fernsehereignis, also mit der Schatzinsel, Tom Sawyer und so weiter. Und dann kam der Produzent Boris Schönfelder auf mich zu und habe mich gefragt, ob ich das nochmal machen werde. Und für mich persönlich hat das viel damit zu tun, mit meiner Kindheit und dann auch einen großen Film machen zu können, einen Kostümfilm, wo mit Inhalt, also einen wertigen Film, aber trotz alledem mit viel Spaß und Abenteuer. Ja, und das war für mich eigentlich ganz schnell klar, dass ich das gerne möchte. Sozusagen ein wahr gewordener Kindheitstraum. So ungefähr, ja. Mark Twain, hast du Mark Twain gelesen? Ich habe es eigentlich nicht gelesen, also bevor ich den Film gedreht habe, habe ich das noch nicht gelesen, aber ich habe das im Fernsehen gesehen. Und zwar eine Zeichentrickserie von Tom Sawyer und eine Zeichentrick-Tier-Verfilmung. Mhm. Also da wurden dann mit Tieren dargestellt, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Schön. Ja. War es eigentlich von Anfang an schon als ein Zweiteiler angelegt? Nein, also wir wollten erst nur Tom Sawyer machen, also und dann aber, nachdem wir das abgedreht haben und geschnitten haben, haben wir gemerkt, was für einen tollen Film wir gemacht hatten und vor allen Dingen, was für tolle Darsteller halt eben Leon Seidel und Louis Hofmann sind, und dann haben wir gesagt, wir müssen ganz, ganz schnell reagieren und haben uns dann an den zweiten Roman, das ist ja keine Fortsetzung, es sind ja zwei verschiedene Romane von Mark Twain, der schwerer noch ist, also der ist auch selten verfilmt worden, weil es ist auch ein unvollendeter Roman. Aber wir haben uns dran gewagt und haben es dann angepackt und ja, ich glaube, wir haben es auch ganz gut hingekriegt. Ja, also der Tom Sawyer hat mir schon ausgezeichnet gefallen und ich finde, es setzt sich in Huck Finn fort. Ja. Dankeschön. Also wirklich schöne Jugendfilme, die ich jedem empfehle anzugucken, auch Erwachsenen. Ja. Jackie, you already, before Huck Finn, you already worked together with Hermine Buntgeburt in another film, yes. The White Masai. We shot the Weiße Masai. How is your
How is it working with her? Well, Liam, we have this in common that we shot two movies with Hermina, and we will be very positive together to tell you. Let's tell them. Hermina, she's a delight to work with. She's a very perfectionist, and she knows how to tell a story, and she knows how to get everybody involved into making something good out of it. And I was already very happy we shot The White Maasai together. It was really the starting of my acting career. And it was like, I was very happy to start again. I understand that before acting in The White Maasai, you also made a film by your own, where you wrote a script and also directed it? I made short films. I was an aspiring filmmaker, so I made short films, documentaries, music videos. I was starting to get, trying to get that feature made, you know, that first feature. And and hopefully I got to study filmmaking with filmmakers as her, Claude Lelouch, Quentin Tarantino. It's good. It was good as an aspiring filmmaker to be on the set of such great filmmakers. Yes. So that means you still have ambition to make your own big movie one day? I still have ambitions that she'll make more movies with me. And for the rest, we'll see. Wie war es denn für dich, die Zusammenarbeit mit der Regisseurin? War sie sehr streng? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also sie war immer sehr freundlich, sie war eigentlich auch immer gut drauf. Nicht nur eigentlich, sie war immer gut drauf und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Also es war echt mit die beste Arbeit, mit die besten Dreharbeiten, die ich hatte. Und es hat, diese Kombination hat einfach gepasst. Also wir haben uns auch verstanden, also unsere Aussagen gingen nicht komplett aneinander vorbei oder so, sondern das war auch alles verständlich, was sie gesagt hatte und es war echt wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Du hast ja inzwischen schon in einigen Filmen mitgespielt, unter anderem auch in Wintertochter. Genau. Wie verträgt sich denn das Schule und Schauspielerei? Bei mir lief es also nicht so gut, weil meine Schule, die hat das nicht so, nicht so positiv hingenommen. Also wenn ich dann um eine Befreiung gefragt habe, dann sind die direkt irgendwie, nee, es geht nicht, deine Schulnoten sind so schlecht und dein Verhalten irgendwie auch. Und und auf jeden Fall, also es hat erstmal nicht so gut geklappt und dann haben die es aber irgendwie doch wieder mir freigegeben, und weil die irgendwie meinten auf einmal, das wäre für meine Zukunft sehr gut, haben die auch mal verstanden, endlich mal. und dann habe ich diesen Film gedreht, dann ist ein Teil der Dreharbeiten in die Schule reingegangen und somit ist das dann immer aufgelaufen und somit habe ich dann auch die 9. Klasse wiederholt. Also es hat sich nicht so gut vertragen, aber im Moment läuft es besser. Aber ich mache jetzt auch erstmal keine neuen Projekte mehr, weil ich möchte mich nur auf die Schule erstmal jetzt konzentrieren. Mindestens das eine Jahr zu Ende und dann gucke ich mal, wie das weiterläuft. Dein Lieblingsfach an der Schule? Ich habe nicht so richtig ein Lieblingsfach, aber wenn ich eins nehmen müsste, dann wäre das Englisch. Ah ja, gut, das ist sehr gut. Gab es denn im Huck Finn oder auch in Tom Sawyer irgendwelche Szenen, die besonders schwierig zu realisieren waren oder welche, die besonders viel Spaß machten? Also eine Sache, an der wir ganz lange gearbeitet haben, ist das Wrack. Also dieses Geister- oder dieses Gruselwrack, was wir gebaut haben in Köln im Studio. Also das war die Konstruktion oder bis es überhaupt stand, das hat ganz, ganz lange gedauert. Mhm. Das ist eine Sache, da musst du ein riesiges Wasserbecken halt eben auch bauen innerhalb des Studios, um dann auch teilweise da auch Flohszenen drin zu drehen im Studio, weil wir halt nicht original nachdrehen konnten. Das ist sehr schwierig, so große, also einen Fluss auszuleuchten. Das andere, was eine große Herausforderung war, unten, wir haben auch am Donaudelta gedreht, da die ganze Logistik hinzukriegen, weil man dann das ganze Equipment halt eben und auch das Essen und Catering auf so Pontons setzen musste, und da mussten wir erst hinfahren, da mussten wir umladen und dann ins Donaudelta rein.
Das war schwierig, eine große Herausforderung. Und was mir macht immer besonders Spaß, ist eigentlich das Drehen mit den Schauspielern. Also das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung beim Film. Habt ihr irgendwas, was euch besonders viel Spaß gemacht hat? Zusammenarbeit mit Jackie. Ja. Und mit Hermine. Also generell mit diesen großen Schauspielern. Aber gerade mit Jackie habe ich eine tolle Freundschaft aufgebaut. Und die Chemie zwischen uns, das hat einfach gestimmt. It was instantly. We connected instantly. I love your T-shirt. I designed it myself. Okay. Some of the viewers may recognize you from another famous film, which is called Inglourious Basterds, where you played a projectionist, Marcel. Mm-hmm. How did this come about? Well, it was amazing. He's one of the legends as long as filmmaking is concerned. He's great. So it was totally unexpected and great to be on his set and be part of this adventure. It's a terrific movie, and I cherish the moments we had together. Great. Tarantino ist ja einer der großen Verfechter des Filmmaterials. Wie sieht es denn aus bei Tom Sawyer und Huck Finn? Ich glaube, die wurden auch auf Filmmaterial gedreht und nicht digital. War das eine bewusste Entscheidung? Das war eine bewusste Entscheidung, jetzt speziell auch bei Tom Sawyer war es noch irgendwie klar, dass wir auf Film drehen wollten, und bei Huck Finn war es für uns halt eben wichtig, weil wir eben viel auf dem Wasser gedreht haben, dass es dann, das ist inzwischen gut, auch das Digitale, aber ich denke, die Männer beschäftigen sich da zu viel mit. Also das wird andauernd nachgeprüft und dann nochmal geguckt, ob es richtig ist. Also man verliert sehr viel Zeit, meiner Ansicht nach, mit diesem Medium, weil man alles angucken kann. Und das Filmmaterial hat noch ein bisschen mehr Geheimnis, da muss man es halt einfach so lassen, wie es ist. Auch im Hinblick auf die Kinder, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Und deswegen haben wir noch auf Film gedreht, auf 35 mm. Was mir beim Huck Finn besonders gut gefallen hat, war die Filmmusik von Niki Reiser. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit und wie wurde überhaupt zusammengearbeitet? Niki und ich? Ja. Ja, also mit Niki, das ist mein dritter Film, den ich mit Niki Reiser mache. Ich habe einmal das Trio mit ihm gemacht. Dann habe ich gemacht Bibi Blocksberg. Nee, das Bibi Blocksberg weiß nicht. Huck Finn. Weiße Maasai. Das Trio. Für mich ist das einer der besten Filmkomponisten überhaupt in Deutschland und also im deutschsprachigen Raum. Und wir hatten beide immer vor, was wieder zusammen zu machen. Und das hat aber dann teilweise nicht gepasst. Hatte er gerade frei und wir sind wieder zusammengekommen, weil das ist ein wunderbarer Komponist. Ja. Geben Sie ihm dann vor, wo Sie Musik haben möchten, oder ist das entsteht ja, das im ist, Dialog? Das entsteht im Dialog. Das ist halt eben so, dass man im Schneiderraum, ich auch mit meiner Cutterin, mit Eva Schnarre, mit der ich auch schon 10 Filme gemacht habe, also man versucht mit Niki zusammen dann schon so Musik drunter zu legen, also von fremden Komponisten, um so ein Gefühl schon für die Richtung zu bekommen, in welche Richtung das gehen kann. Man probiert halt eben aus, da kommt Niki und sagt, ja, probiert mal das und das und das. Und dann so langsam während des Prozesses der Montage ist es dann halt so, dass er dann auch schon was anliefert und so weiter. Aber es ist für ihn auch ein sehr schmerzhafter Prozess, bis er was gefunden hat. Dann fährt man öfter hin, hört sich das an. Also das ist eigentlich ein Dialog. Machen muss er es aber. Besonders schön fand ich die Referenz zu den Italo-Western, wenn Hucks Vater auftritt. Stimmt, ja. Stimmt. War das seine Idee oder war das... Also wir haben schon ein bisschen so gedreht, aber dann war es natürlich auch seine Idee. Das war eigentlich schon gleich gekauft, dass er das so gemacht hat. Ja, das ist, und er hat eben die Motive eben ganz toll gesetzt, wie eben das von dem Vater. Aber wo er am längsten dran überlegt hat, war das Motiv für Huck, also das kindliche Motiv. Speziell in Tom Sawyer, da gibt es ja diese Traumsequenz, die ich sehr gruselig fand und damals schon dachte, das könnte für jüngere Zuschauer doch ein bisschen zu scary sein.
Ich finde, im Huck Finn ist das Ganze etwas nicht mehr so, ich möchte nicht sagen dick aufgetragen, aber weniger gruselig, obwohl die Vaterfigur, also Hucks Vater, auch schon ein bisschen Angst verbreiten kann. Gab es da jemals Überlegungen in der Hinsicht, dass man das im Drehbuch schon gleich gesagt hat, das könnte vielleicht oder Es gibt ja auch Abenteuer. Abenteuer gibt es nur, wenn man Spannung, wenn man ein bisschen Angst hat. Das ist ganz klar. Ich glaube, dieses sich verwehren dagegen, das, entweder man macht einen Abenteuerfilm auch für Kinder, dann müssen sie sich auch ein bisschen gruseln. Und sonst geht das überhaupt nicht, weil das ist eine ganz merkwürdige Angst. Und die wollen das auch. Die wollen in Spannung gebracht werden. Die wollen, wichtig ist, dass man danach halt eben auch immer wieder Szenen hat, wo sie sich entspannen können, wo sie Lust empfinden, wo es also lustig und entspannt und einfach ist. Mhm. Aber jedes Kind fürchtet sich gerne. das ist so, weil das halt einfach anregend ist, erregend. Ja, ja. Und nein, haben wir nicht gemacht. Also, und aber auch da bei Tom Sawyer, das ist ja sehr kurz, auch diese Szene mit Indiana Joe. Ist sehr kurz, aber ich denke, aber das regt dann irgendwie an und macht und schärft auch die Aufmerksamkeit. Gibt es schon Nachfolgeprojekte? Neue Projekte, die Sie angehen? Ich habe danach noch einen Film gedreht, der heißt Eine Hand wäscht die andere. Das ist ein Fernsehspiel. Das kommt im Februar ins Fernsehen, Arte. Eine Komödie mit Ulrich Nöten. Genau, kommt jetzt. Any new projects on the horizon? A movie that's which is going to come out here in Deutschland next year. It's from Christian Schwocho. Adapted from Julia Franks novel Lagerfeuer. Ah ja, okay. Yeah, it's coming soon. Und du gehst jetzt erstmal wieder fleißig in die Schule. Hast du denn vor, denn die Schauspielerei auch dann als Beruf, wenn du fertig bist mit der Schule, weiterzumachen? Auf jeden Fall. Also ja? Dann lege ich hoffentlich los. Also ich möchte es auf jeden Fall machen. Wunderbar. Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Huck Finn. Ich hoffe, dass viele Zuschauer den angucken. Ja, danke schön.